Da wäre Karel Nováček beim Aufschlag. Ein großer, bulliger Mann, 1,91 groß. Wir sind im ersten Spiel des zweiten Satzes. Den ersten Satz hat der Favorit, der Weltranglistenerste, Ivan Lendl, gewonnen. Jetzt heißt es 15:30. Beide Spieler gut behütet. Ivan Lendl mit dem Look, mit dem Aussehen eines fremden Legionärs. Ein Spiel, das bisher von gewaltigen Grundschlägen geprägt war. Und ich würde sagen, Lendl war eine ganz kleine Spur besser, kräftiger, stärker. Ein einziges Break, das zum 4:3 im ersten Satz zugunsten von Lendl, hat ihm dann letztendlich auch den Satz beschert. 6:4 nach 38 Minuten. Und jetzt also das erste Spiel des zweiten Durchgangs, 30 beide. Jetzt ist Nováček natürlich in der Bredouille, gerade den Satz verloren und es droht erneuter Aufschlagverlust. Lendl ja schon von der ersten Runde an in diesem Sahara-Look mit der Mütze, mit der sich A, die Sonne aus dem Gesicht fernhalten und B, den Nacken schützen. Ist nicht gegen Staub gedacht, sondern gegen die sengende Sonne jetzt hier zur Mittagszeit in Melbourne. Er sucht den Schatten. Ivan Lendl. Er hat ja die allerbesten Erinnerungen, wenn sie gut sein konnten überhaupt, im vorigen Jahr hier im Halbfinale die Hitzeschlacht gegen Thomas Muster. Dann das Finale bei ähnlichen Temperaturen gegen Miroslav Mecir. Das Spiel. Nach einem kleinen Wackler an Karel Nováček. Und hier auf dem Center Court hat man Vorsorge getroffen. Die Spieler sitzen im Schatten während des 90-sekündigen Seitenwechsels. Zeit, sich zu erfrischen, ein bisschen für einige Momente, jedenfalls aus dieser heute, glaube ich, Verlaufe dieses Turniers auf jeden Fall bisher stärksten Sonneneinstrahlung zu entkommen. Ivan Lendl hat gegen seinen Landsmann Karel Nováček einmal gespielt. Das war im letzten Herbst in Bordeaux auf Asche. Da hat Lendl mit 2:1 in den Sätzen nach zwei sehr umkämpften Tiebreak-Sätzen gewonnen. Thank you, ladies and gentlemen. Move to and from your seats quickly, please. To and from your seats quickly. Thank you. Das sind die besten Plätze, die im Schatten. Hoch oben. Time. Diese kleine Erholungspause für die Nummer 1, Ivan Lendl, den Titelverteidiger, ist jetzt vorbei. Der Hut sitzt wieder. Es hat ja ein bisschen Schule gemacht. Viele andere Spieler auch draußen auf den Außenplätzen spielen mit Hut, mit Schirmmütze. Aber der Einzige, der diesen speziellen diese Wüstenmütze aufhat, die ich zumindest gesehen habe, war der Südafrikaner Van Rensburg. Gewonnener Satz also für Lendl 6-4, 0-1.
und Aufschlag zum ersten Mal für den fast 30-Jährigen aus der Tschechoslowakei in diesem zweiten Satz. Love 15. Die bisherige Quote des ersten Aufschlages von Ivan Lendl natürlich erschreckend schwach. Aber wenn der erste dann gekommen ist, dann ist er zu 90% drin gewesen. Das heißt, er hat den Punkt gemacht. Lendl auf dem Weg zum Spielausgleich. Zwei Spielbälle zum 1-1. Voll hineingegangen in diesen Aufschlag von Lendl und Karol Novacek. Da macht Lendl auch gar nicht erst den Versuch, da noch ranzukommen. Einmal mehr heißt es hier in Melbourne, haushalten mit den Kräften. Deuce. Advantage Novacek. Jetzt eine Breakchance. Die erste überhaupt für Karol Novacek. Das Gesicht kennen Sie möglicherweise noch vom Davis-Pokalspiel der Tschechoslowakei gegen die Bundesrepublik Deutschland im letzten Frühjahr. Ivan Lendl kommentiert dieses erste Break zugunsten seines Landsmannes selbst. Novacek leads two games. Hat er selbst vorher die Chance gehabt, ein schnelles Break sich zu besorgen. Und prompt verliert er seinen Aufschlag selbst. 2:0 also die Führung für den 24-Jährigen aus Prevov. Da haben wir Tony Roach.
15, love. Out. 13, love. Im Moment stimmt alles für Karol Nováček. 40-0, drei Spielbälle zum 13-0 in diesem zweiten Satz. Game Nováček. Da kommt ihm sein Noch-Landsmann Ivan Lendl entgegen mit diesem Fehler beim Aufschlag-Return. Nováček leads 3 games to love. Gemessen an den ersten 2-3 Minuten dieses zweiten Satzes schon ein bisschen überraschend, die Führung von Karol Nováček. Aber ich sagte es, der Vorsprung von Lendl rein spielmäßig im ersten Satz war hauchdünn. Ein einziges Break. Beide Spieler von der Grundlinie aus agieren und er hier, Karol Nováček, spielt unglaublich hart. Die beiden haben übrigens, das ist komisch genug, sowohl gestern, allerdings in einer Viererrunde gemeinsam trainiert und auch heute noch hier, nachdem Steffi ihr letztes Training absolviert hatte, noch gemeinsam auf dem Platz gestanden. Der Sieger dieser Begegnung wird übrigens auf Simon Yule aus Australien treffen und damit ist auch den Fans von Thomas Muster mitgeteilt, dass der Vorjahreshalbfinalist Thomas Muster aus Österreich hier ausgeschieden ist. Er hat in 4 Sätzen gegen den Australier von der Insel Tasmanien, gegen Simon Yule, verloren. Zur Freude des australischen Publikums natürlich. Simon Yule also wartet im Achtelfinale auf seinen Gegner, Ivan Lendl oder Karol Nováček. Und ich glaube, bei dem Spielstand derzeit von 6-4, 0-3 aus Sicht des nun wieder aufschlagenden Lendls, weiß man nicht, wer es sein wird. Da ging eine Seite flöten, das konnte man hören. Karol Nováček ist die Nummer 61 der Weltrangliste, hier haben wir das Geld, allein an offiziellem Preisgeld 15,5 Millionen US-Dollar. Ich habe eben mal nachgeschaut, wenn bei Lendl 15,5 ungefähr Millionen Dollar steht. Bei Nováček stehen in der gesamten Karriere 428.000 Dollar zu Buche. Oh. Erstklassiger Return von Karol Nováček. 30 all. Statistik der erzwungenen Fehler.
Ein weiteres Ass von Ivan Lendl, aber 40. Sein Aufschlag bisher lässt doch zu wünschen übrig. Das war das dritte Ass. Die Linie. Juice. Einmal die Wiederholung hier. Wuchtig Grundschläge und dann mit der Vorhand an die Linie gespielt. Ein Stand. Hat den Faden völlig verloren jetzt, Ivan Lendl. Ein zweites Break, ein zweiter Aufschlagverlust droht ihm. Novacek zieht voll durch, spielt volle Pulle. Das ist ihm auch lange nicht passiert, zweimal in Folge seinen Aufschlag zu verlieren. 4:0 führt Novacek. Thank you. Quiet, please. Im zweiten Durchgang. Die Miene von Tony Roach, seinem Trainer und Coach. Drückt zwar noch keine Sorge aus, aber er sieht zumindest nachdenklich gestimmt aus. Love 15. Zwei Fehler jetzt plötzlich bei dieser deutlichen Führung. Das war das zweite Ass von Karel Novacek, ein sogenannter Hard Hitter, einer, der die Bälle nicht gerade streichelt, wenn er sie schlägt, wenn er sie trifft. 15:30. Ah, da wollte er zu viel. 15:40. Einladung zu einem Re-Break, einem ersten, an Ivan Lendl. Game Lendl. Da ist dieses erste Re-Break, allerdings da musste Lendl gar nicht so viel dazu tun. Novacek leads. Verkürzt auf 1:4. Schüttelt Ivan Lendl den Kopf, schaut dabei hinüber auf die andere Seite des Courts zu Tony Roach. Ivan Lendl ist das Vorbild. Komisch genug,
von Karel Novacek, der ja fast 6 Jahre jünger ist als der erfolgreichste Spieler der 80er Jahre, als Ivan Lendl. Deswegen wahrscheinlich auch diese Gemeinschaft beim Training, aber wer Ivan Lendl kennt, der weiß, dass er dann, wenn es auf dem Platz geht, verschenken hat. Lendl hat ja die Ausrüstung zur Jahreswende, seine Ausrüsterfirma, gewechselt, spielt jetzt für einen japanischen Hersteller. Die langjährige Verbindung zu Adidas, der Firma rechts der Aurach, ist, wie heißt es auch mal so schön, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden. Allerdings den Schläger spielt er weiter. Da musste sich die deutsche Firma einverstanden erklären, ihm noch für 2 oder 3 Jahre ausreichende Schläger zur Verfügung zu stellen. Und da hat ihm die Firma einfach mal aus der letzten Presse noch 300, die es dafür überhaupt noch gibt, 300 Exemplare zukommen lassen. Das sollte reichen in den nächsten 2, 3 Jahren, glaubt man. 1-4, Aufschlag Lendl, zweiter Satz. 15, love. Das war sie wieder, knallhart, geschlagen die Vorhand von Karel Novacek. 15:30. Fast ansatzlos. Erstaunliches Tempo wieder im Spiel der beiden jetzt, bei diesen äußeren Bedingungen. Das ist ratsam, eine eigene Kreation, Schutz der Nase vor der Sonne. Die Nasenrücken und die Ohrläppchen müssen hier in Südaustralien in der Regel als Erste dran glauben. Spielball für Lendl, um weiter in diesem zweiten Durchgang zu verkürzen. Da ist das 2-4. Ich wollte vorhin schon sagen, als ich von den harten Schlägen der beiden sprach, da möchte ich nicht Ball sein. Aufforderung des Schiedsrichters Richard Ings jetzt an die Balljungen, die gebrauchten, sicherlich zerschundenen Bälle einzusammeln und neue Bälle auszugeben. Für Ivan Lendl dann auch das Zeichen, obwohl die Seiten nicht gewechselt werden, sich einen neuen Schläger
zu nehmen. Wie immer die gleiche Prozedur. Alles in Zellophan verpackt. Zwei zu vier also aus Sicht von Lendl. Aufschlag wieder bei Novacek. Love 15. Jetzt scheinen ihn die Geister vorübergehend zu verlassen. Nach 4 zu 0 Führung. Nur noch 4 zu 2 und 0:30. Ja, zunächst ein erstklassiger Return von Lendl. Nach einem guten Aufschlag. Dennoch macht er nicht den Punkt. Ja, Ivan Lendl ist wieder dran. Knallhart, auch eben dieser Ballwechsel. 15, 14. Erst Rückhand, Rückhand, Rückhand und dann viermal auf der Vorhand die Seite gewechselt. Und jetzt 15, 40. Fragender Blick von Lendl hinüber 30, 40. An den Linienrichter, der für die Aufschlaglinie zuständig ist. Punkt für Novacek, 30-40. Gut aufgepasst von Novacek. Der hätte genau gepasst. Tschüss. Was, wenn er es ahnt, wohin der Ball gehen soll, macht er die kurze Ecke zu. Mit der Hilfe der Netzkante bringt sich Novacek jetzt doch in Vorteil. Advantage, Novacek. Spielball zum 5 zu 2 für ihn im zweiten Durchgang. Lendl enttäuscht. Zwei Breakchancen hat er gehabt, um wieder ranzukommen. Da hat ihn Novacek jetzt aber überrascht. Konsequent nach vorne gegangen.
5:2 Führung für den Außenseiter aus der Tschechoslowakei. Auch bei Ivan Lendl muss man ja nach wie vor von einem Tschechoslowaken reden. Allerdings, der Antrag läuft irgendwann in naher Zukunft. Na, so nah ist es auch wieder nicht. Wird er amerikanischer Staatsbürger werden. Zeit für ihn, nachdem er den Schläger gewechselt hat, sich auch auf diesem extrem heißen Boden, der die Hitze aufsaugt, sich neue Socken und auch neue Schuhe überzustreifen bzw. anzuziehen. Lendl ist da perfekt ausgerüstet und hat sicherlich die Routine auf seiner Seite, wenn es gilt, solche Hitzeschlachten, wie hier und heute in Melbourne, zu überstehen, möglichst auch erfolgreich zu überstehen. Da haben wir den Blick auf den Flinders Park, auf das Tennis Center der Australier. Vor 2 Jahren hier mit diesen Meisterschaften eingeweiht. Im strahlenden Sonnenlicht hier auf dem Center Court beim Lendl-Spiel etwa 2/3 der Plätze besetzt. 7.000, 8.000 Zuschauer. Und draußen die beiden zweitgrößten Plätze ebenfalls gut besucht. Gespräch von Lendl mit dem Schiedsrichter Richard Ings aus Australien, wie viel Zeit er noch habe nach diesem Schuhwechsel. Gleichzeitig auch die Gelegenheit, da werden sich die Sponsoren aus Japan freuen, wird dieser neue Schuh auch mal vorgestellt. Lendl unter Druck, gewonnener erster Satz, 2-5 Rückstand und Aufschlag. Thirty love. Der war gut, da glaubte Lendl einen Augenblick lang, der Ball würde ausgehen. 40-0. Das Alter, the age, damit hat diese junge Dame noch nichts zu tun. Das ist der Name der größten Morgenzeitung hier in Melbourne. Problemlos, vielleicht auch ein bisschen dem Gegner zugestanden von Seiten Novaceks, um Kraft zu haben, jetzt bei 5-3 Führung sich einen Satz von Ivan Lendl zu holen. Lendl bisher ohne Satzverlust in den beiden Begegnungen zuvor geblieben. Und ihm droht jetzt ein ähnliches Schicksal, wenn man davon reden kann, wie gestern Boris Becker, der ja gegen Scott Davis auch einen Satz abgeben musste. 15 long. Guter Aufschlag, schwacher Return, 30-0.
An dem wollte er zu schön spielen. 30-50. Lendl eindeutig in der Defensive, er verteidigt nur, bringt nur zurück. Punkt für Novacek, 40-15, zweimal Satzball für den 24-jährigen Tschechoslowaken. Ins Aus. Dieser Rückhandreturn von Ivan Lendl. 39 Minuten hat es gedauert in diesem zweiten Satz. Da hat Ivan Lendl zum ersten Mal als Titelverteidiger hier nach Australien gekommen, zum ersten Mal einen Satz verloren. Gegen den Spieler, der ihn als Vorbild hat, gegen seinen Landsmann Karel Novacek. Lendl hatte zwar gegen Jim Pugh in Runde 1 und auch gegen Thomas Carbonell aus Spanien in der zweiten Runde glatt in drei Sätzen gewonnen jeweils, aber überzeugend gespielt hat er nicht. Er hat zweckmäßig gespielt. Die Frage, die Antwort auf die Frage offen gelassen, ob er in der Lage sein wird, hier seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, denn der Zahn der Zeit nagt auch an Ivan Lendl. Er hat ja immer wieder gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, bei den wachsenden Leistungen, gerade von Boris Becker, dass es ihm ziemlich egal sei, dass er die Nummer 1 ist, das sei ja lange genug gewesen. Er hat auch gestern noch gesagt, objektiv gesehen ist Becker zurzeit die 1. Auf dem offiziellen Bogen der Gewerkschaft ATP bin ich es zwar noch, aber er hat nur ein Ziel. Ein großes Ziel, das ist natürlich Wimbledon zu gewinnen. Ansonsten hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, aber das soll nicht bedeuten, dass Lendl hier abschenkt. Kein Grund dazu. 1-1 in den Sätzen, 6-4, 3-6 aus Sicht von Ivan Lendl, der nun wieder einen Satz, den dritten, eröffnet. Genauer und besser kann man den Return kaum schlagen. Vorhand, die Geschwindigkeit von Lendls Aufschlag nur umgesetzt an der Linie entlang. 0-15. Fifteen
15:30. Ich glaube, dieser Fluch galt dem Ball. Diese Bälle koreanischer Machart sollen zwar besser geworden sein, aber es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar Stellen an den Bällen, Schweißnähte, die unregelmäßig sind. Also ganz glücklich ist mit diesem Ball keiner hier. Fünfzehn, vierzig. Gelegenheit für Karol Nowacek, zum ersten Mal so richtig in Führung zu gehen. Ja, völlig von der Rolle. Die Nummer 1 der Welt. Das ist hier die erste richtige Führung von Karol Nowacek. Nach diesem schnellen Break im dritten Satz. Bei Lendl stimmt nichts mehr. Im ersten Satz, den wir Ihnen nicht gezeigt haben, weil Anke Huber noch spielte, da ging es hier richtig temperamentvoll zu, aber der zweite Satz war aus Sicht von Lendl ein verschenkter Satz. Hat mehrfach Chancen zu einem Break gehabt. Besonders die Chance im allerersten Spiel, die Weichen endgültig zu seinen Gunsten zu stellen. Nicht genutzt. Und jetzt dieses schnelle Break gegen ihn im dritten Satz. Das spricht im Moment nicht für Ivan Lendl. Vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was ich eben zu den Bällen, die hier benutzt werden bei diesem Turnier, gesagt habe. Diese Marke Nassau ist hier mal eingeführt worden bei der Premiere 1988 im Januar, damit sie bei einem großen, bedeutenden Turnier gespielt worden waren, denn diese Bälle waren dann auch die offiziellen Olympiabälle. Nur damals hat man einen Vertrag unterschrieben, der in diesem oder im nächsten Jahr ausläuft. Ich glaube nicht, dass Tennis Australia, so der Name des offizielle Name des Verbandes hier, diesen Vertrag verlängern wird. So, mal sehen, was Nowacek daraus macht, aus dieser sicherlich auch für ihn überraschenden Führung. Die steht er gut, offensiv, voll durchgezogen, die Rückhand. 30, love. Kommt sie noch einmal. Konsequent, Mut zum Risiko. 30-0. Thirty, fifteen.
30 all. Und jetzt 30-40. Karol Nowacek scheint sich mit dieser Situation nicht anfreunden zu können, gegen Lendl zu führen, gegen sein Idol. Zweiter Doppelfehler und 1-1 im dritten Satz. One game over. Völlig undramatisch kommt Lendl zu seinem ersten Spiel in diesem dritten Satz, zum Re-Break dazu auch noch. Das könnte das Zeichen, das erste Anzeichen für eine erneute Wende sein, zugunsten des Favoriten. Was der kann, kann ich auch, mag sich Lendl da gedacht haben. Auch er jetzt mit einem weiteren Doppelfehler, seinem dritten. Ivan Lendl scheint die Einladung von Nowacek anzunehmen. Das ist das 2-1 für Ivan Lendl, der sich wieder leicht in Vorteil gebracht hat. Aber es ist noch ein langer Weg für ihn in die vierte Runde, in das Achtelfinale, in dem der Australier Simon Yule auf ihn warten wird. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser neuen Kleidung von Ivan Lendl, japanischer Ausrüster. Hat ihm einen 5-Jahres-Vertrag angeboten. Lendl wird Anfang März 30 Jahre alt. Das ist immerhin ein Zeichen dafür, dass sich dieser Sponsor, dieser Vertragspartner, noch etwas von Ivan Lendl verspricht. Die Summe für diese Ausrüstung soll bei 15 Millionen Dollar liegen. 5 mal 3. Das sind
knapp 30 Millionen Mark. Ivan Lendl hat ja in New York eine eigene Firma, eine eigene Agentur gegründet, schon vor fast 2 Jahren. Vermarktet sich wie kein anderer. Die Provisionen bleiben bei ihm. 1-1 in den Sätzen. 2-1 Lendl. Und Aufschlag wieder bei Karel Novacek, der, so schien es, nicht dran glauben konnte, Break vorzuhaben. 1-0 in diesem Satz. Alles wieder in der Reihe. Das Publikum wird gebeten, wieder ruhig zu sein. Ohne Zweifel, Lendl wieder im Aufwind, hat wieder gute Länge in seinen Schlägen. Der kommt, aber den Punkt müsste Novacek jetzt machen. Tut er auch. Ein weiterer Doppelfehler von Novacek, sein vierter insgesamt. Close. I'm gonna go with the ball like that. Richard Ings wird gefragt, wie er ihn gesehen habe. Er sagt, er war awfully close. Aber er will es nicht overrulen, nicht ändern. Vorteil also Spielball zum 2-2 für Karel Novacek. Ja, da kann man auch streiten.
wird ausgegeben, Einstand. Den habe ich auf der Linie gesehen. Advantage Novacek. Game Novacek. Das ist das Spiel, das zwei beide. Wir sind also Mitte des dritten Satzes hier. Die Sätze sind verteilt, 1-1 zwischen Lendl und Novacek. Und wir wollen mal hinüber zum Platz nebenan, denn dort spielt Yannick Noah seit einigen Minuten gegen den Israeli Gilad Blom. Burkhard Weber ist der Beobachter. Ja, exakt 5 Minuten spielen die beiden hier auf dem Platz Nummer 1. Und die Anlage ist komplett gefüllt. Und das liegt natürlich zum großen Teil an Yannick Noah, einem der Publikumslieblinge hier bei diesem Turnier. In Melbourne. Er hat sein Aufschlagspiel zu Beginn durchgebracht, führt mit 1-0. Und das ist der 22-jährige Gilad Blom aus Israel, die Nummer 96 der Weltrangliste. Nur 1,71, klein oder groß, 68 Kilo, Linkshänder. Und hier sicherlich in diesem Match nur der Außenseiter. Wir wollen mal für 2-3 Spiele hier bleiben, gehen dann natürlich wieder hinüber zum Weltranglisten-Ersten, zu Ivan Lendl. 40-0, auch hier wieder auf dem Platz Nummer 1. Das kleine Problem, dass wir keine Spielstände einblenden können. Zum wiederholten Male nochmal für Sie zu Hause die Information. Wir haben darauf keinen Einfluss. Wir bitten dies zu entschuldigen und werden dies dann mit Worten nachholen. Game Blum. Spiel Blum. Und damit heißt es 1 beide im ersten Satz. Yannick Noah schlägt jetzt auf. Er ist 22 cm größer als Blum, hat dadurch natürlich Reichweitenvorteile, vor allem dann, wenn er vor ans Netz geht. Und das wird er natürlich zumeist mit dem ersten Aufschlag machen. Jetzt auch hier mit dem zweiten Aufschlag. 15-0. Etwas zu lang. 30-0. Besucher wollen ihn sehen, Yannick Noah. Im letzten Jahr schied er ja bereits in der ersten Runde aus gegen den Australier Mark Woodforde. Und hier hat er auch in der ersten Runde einige Probleme gehabt. Musste auch über 5 lange Sätze gehen gegen den Jugoslawen Prepic. Aber so langsam scheint er sich eingespielt zu haben. Second service. Second service. Erneut zweiter Aufschlag.
Game Noah. Und dann ein Ass, das erste in diesem Match überhaupt. Spiel, Yannick Noah. Er führt mit 2:1 in diesem ersten Satz. Das soll es zuerst einmal von diesem Platz Nummer 1 hier gewesen sein. Wir melden uns dann gleich wieder, falls sich hier was tut. Weiter geht's mit dem Weltranglisten-Ersten und Gerd Schepanski. Da war ein Und dazwischen. Hier ist Ivan Lendl wieder sehr nachdenklich geworden auf dem Center Court. Auch wenn Novacek seinen fünften Doppelfehler hier gemacht hat. Aber Karel Novacek führt erneut. Hat eben, während wir drüben bei Noah waren, Lendl den Aufschlag zu Null abgenommen. Unter anderem mit zwei explosiven, knallharten Aufschlag-Returns. 3-2-Führung also für Novacek. Erneut Break vor in diesem dritten Satz. Love 30. Das gleiche Spielchen wie zu Beginn des Satzes. Break vor und dann plötzlich nichts. Auch jetzt ein Riesenspiel gemacht. Lendl zu Null geprägt und plötzlich 0:40. Einladung an die Nummer 1. Lendl, new balls, please. Drei beide. Kurz und schmerzlos. Dieses Rebreak von Ivan Lendl. Dennoch Grund für ihn wieder einen neuen Schläger sich zu holen. Um Entschuldigung für diese Verzögerung. Während die beiden immer wieder nach oben schauen, in den Himmel, in die Sonne, die hoch im Norden steht, hier auf der südlichen Halbkugel, darf ich Ihnen sagen, dass wir hier in ziemlich isolierten Sprecherkabinen sitzen. Wir haben eine geteilte Kabine durch eine kleine Wand getrennt und nebenan, die Kollegen aus Japan haben mal kurz die Antarktis bestellt. Also bei mir in der Kabine ist es vielleicht 16 Grad da draußen. In der Sonne vielleicht 40 bis 45. Thank you. Ivan Lendl bisher mit der Hilfe eines Freundes, mit der Hilfe von Novacek im Spiel, im Match.
Jetzt runter auf die Linie. Habe ich auch so gesehen, im Gegensatz zu Ivan Lendl. Vielleicht gibt ja eine Zeitlupe einmal Auskunft darüber, wie dieser Ball war. Jetzt kommt er, Netz und dann ja, an die Linie. Von oben noch einmal. Ich würde sagen, okay, die Entscheidung. Richard Ings, der Schiedsrichter, ist ein Profi, seit vielen Jahren dabei. 30 beide. Novacek spielt immer dann am besten, wenn Lendl Aufschlag hat. 30-40. Thank you. Quiet, please. Klasse Return von Novacek. Advantage Novacek. Zweite Chance zu einem weiteren Break. Game Novacek. Da ist das Spiel. Erneut Break vor für Novacek den Außenseiter. 4-3 Führung. Und doch besorgte Minen. Das haben wir eben kurz gesehen. Nicht nur bei Ivan Lendl, der einmal mehr diskutiert mit Richard Ings, weil er diesen Fehler nicht wahrhaben will. Besorgte Minen auch bei Tony Roach und bei, das haben Sie sicherlich gesehen, zwar gut versteckt, das Gesicht durch die Mütze, durch den Sonnenschirm bei der Frau von Ivan Lendl, Samantha. Die beiden erwarten ja im Frühjahr Nachwuchs. Aber ich glaube, die Gedanken von Ivan Lendl sind jetzt ganz woanders. Jetzt droht ihm allerdings, wenn Novacek auch nur annähernd die Leistung bringen kann, die er bei den Aufschlagspielen von Lendl bringt, jetzt droht ihm Satzverlust und Rückstand 1-2. Und das wäre doch, glaube ich, eine prächtige Überraschung für die Zuschauer, für Sie zu Hause, für uns, die wir es kommentieren und auch, glaube ich, für die beiden Beteiligten. Hier noch einmal die Zeitlupe. Aufschlag, würde ich auch sagen, war gut gewesen. Aber die Entscheidung ist gefallen gegen Lendl. 4-3 Führung für die Nummer 61 der Weltrangliste, für seinen Landsmann Karel Novacek. Break vor und Aufschlag. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Quiet, interessant please. Zu sehen, wie Lendl jetzt hier in den nächsten Minuten reagieren wird. Denn diese Situation, seinem Rückstand heraus ein Match noch zu gewinnen, in der ist er äußerst selten. First service.
Love 15. Na, gibt's zum dritten Mal das gleiche Spielchen? Wieder 0,30. Ein bisschen darf Karol Nowacek auf Wartmann, 15,30. Lendl hat ihm ungewöhnlich viele Chancen, auch in diesem dritten Satz geboten, den Satz sich zu holen. Bisher hat Nowacek es nicht angenommen. Da ist sich beide. Lendl hat zu viel Respekt. Schauen Sie mal, wo er steht. 3 Meter hinter der Grundlinie. Dennoch macht Nowacek den Fehler. Gibt damit Ivan Lendl einmal mehr die Chance, wieder auszugleichen. Dreimal hat er Break vorgehabt in diesem dritten Satz. Dreimal gestattet er durch seine Fehler, das kann man nicht anders sagen, Ivan Lendl wieder einzutreten in dieses Match, in diesen Satz. 8 Spiele, 6 Breaks. Vier beide im dritten Satz. Jetzt spielt Lendl so, als wollte er sagen, Navellen, ja, mein Landsmann den Satz nicht will, dann nehme ich ihn eben. 30-0. Ein weiteres Ass, Ass Nummer 6. 14-love. Jubelten schon einige Zuschauer.
40-30. Angriff von Novacek. Da scheint sich plötzlich wieder bei ihm Leben zu regen. Na, wie wird der gegeben? Wird ausgegeben. Wieder Diskussionen. Der Linienrichter war unschlüssig. Er zeigte nicht deutlich aus. Er ließ den rechten Arm nur so ein bisschen runterhängen. Jetzt bin ich mal gespannt. Spiel für Lendl oder Einstand? Tschüss. Tschüss, Einstand. Wird gut gegeben. Es wird geboot, Pfeifkonzert. Hier kommt der Ball. Tja, vielleicht noch an der Außenkante der Linie. Das würde ich nicht entscheiden wollen. Den Entscheidungen der Linienrichter und des Schiedsrichters muss man leben als Tennisprofi allemal. Wir, die Amateure, haben ja meist nie ein solches Personal zur Verfügung. Provozierender Blick auf diesen Mann, der zuvor gegen Lendl war, diesmal sagt er aus. Da ist das Spiel für Lendl mit Mühe, aber dennoch, er führt mit 5:4 in diesem dritten Satz. Ich glaube, Karol Novacek hat die Nummer 1 der Weltrangliste am Haken gehabt und hat diesen dicken Fisch wieder verloren. Hinüber zum Platz Nummer 1 zu Burkhard Weber und Yannick Noah. Ja, und Yannick Noah schlägt auf zum Satzgewinn. Er führt in diesem ersten Satz mit 5:3 und es heißt jetzt 40-15, also die ersten beiden Satzbälle für den 29-Jährigen aus Frankreich. Erster Satzball blendend abgewehrt von Gilad Blum. 40-30. Ausgeglichen hier der Matchverlauf bis zum fünften Spiel. Dann nahm der Franzose seinem Gegenüber den Aufschlag ab und hat jetzt noch einen weiteren Satzball nach 28 Minuten. Game in first set now, 16-3. Spiel und damit erster Satz. Yannick Noah, er gewinnt ihn gegen Gilad Blum mit 6:3. Weiter auf dem Center Court. Hier ist nach wie vor Pause, Seitenwechsel. Time. Und der Großteil des Publikums wird sicherlich diesen dritten Satz diskutieren. Kollegen sind noch einmal bei Steffi, glaube ich, die ich da so verschwommen in der Zeitlupe entdecke. Steffi hat ja ihr Spiel bereits absolviert gegen Laila Meschki und glatt in zwei Sätzen gewonnen. Steht damit
in der nächsten Runde, der vierten Runde, dem Achtelfinale. Und trifft dort auf Raffaella Recchi aus Italien, die in drei Sätzen gegen die neue deutsche Hoffnung, in Anführungsstrichen mal, gegen Anke Huber gewonnen hat. Zu diesem Spiel. Druck jetzt plötzlich bei Novacek. Er liegt 4-5 zurück, hat Aufschlag im dritten Satz bei 1-1 in den Sätzen. 15 love. Konsequentes Spiel von Lendl. Ein bisschen mit Hilfe des Netzes in diese Situation gekommen, um das 30 beide zu machen. Damit ist plötzlich Ivan Lendl, der immer wieder zurücklag, nur 2 Punkte vom Gewinn des dritten Satzes entfernt. Jetzt nur noch einen. Guter Vorhand-Return. Cross. 30, kommt hier noch einmal. Bringt ihm jetzt nach über 2 Stunden, nach 2 Stunden und 6 Minuten Spielzeit, einen Satzball. Satzführung für Ivan Lendl, der nicht berauschend gespielt hat in diesem dritten Satz und ihn dennoch gewonnen hat. Ich glaube, an diesem Satz, wenn man sich den noch einmal vor Augen führt, in diesem Satz könnte Karol Novacek noch lange zu knabbern haben, nicht nur heute. So viele Chancen hat man selten, äußerst selten gegen einen wie Ivan Lendl, der jetzt den vierten Satz eröffnet. So schnell und so hart ging es in der Anfangsphase zu. 15 love. Kein Zweifel, Lendl sucht jetzt die Entscheidung. Ist in der Lage, das Tempo noch einmal zu forcieren.
30 love. Das achte Ass. Zwei in Folge. Game Lindo. Klare Angelegenheit, dieses erste Spiel für Ivan Lendl. First game, first set. Und Lendl scheint jetzt die Gunst der Stunde, die ihm Karol Nowacek mehrfach eingeräumt hat, in diesem dritten Satz nutzen zu können, nutzen zu wollen. Hat das Tempo wieder angezogen. Er ist wieder, wie sagt man doch so schön, oben auf. Und er, dieser 24-jährige, 1,90 große Mann aus Prevov, müsste ganz down sein, ganz unten. Alles andere würde mich überraschen. Das übliche Bild, dort wo Lendl gespielt hat, wird gefegt. Denn Lendl hat immer die Hand, die Tasche voll mit Sägespäne. Trocknet sich damit wie in der guten alten Zeit die Hände und gleichzeitig auch den Schlägergriff ab. Ich glaube, jetzt bittet ein Linienrichter, das können Sie nicht sehen, um Ablösung. Er sitzt da auch schon geraume Zeit in der Sonne. Der Aufschlagrichter drüben. Hat Richard Ings zu verstehen gegeben, dass er abgelöst werden möchte. Aber die Ablösung ist noch nicht da. Der gute Mann muss weitermachen. Auch diese beiden, die beiden Aktiven, in diesem Spiel der dritten Runde, in dem nach gutem Start von Lendl dann lange Zeit vieles für Karol Nowacek sprach, führt der Favorit jetzt also doch, also Ivan Lendl mit 2:1 in den Sätzen, 1:0 im vierten. Und jetzt kann Karol Nowacek uns allen zeigen, wie er diese Enttäuschung, ich glaube, das war nichts anderes, hingenommen hat. Seats, please. Oder ob sie Spuren eventuell hinterlassen hat. Kam den Ball eben in die Seite, diesen Return von Lendl. Aber so schmerzhaft war es wohl nicht. Forty, thirty.
Quiet, please. Game never check. Einen weiteren Ass, also einen weiteren guten. Dazwischen waren auch einige nicht so gute Punkte von Novacek. Das 1-1. Letztendlich sicher. Allerdings nicht so stark und überzeugend, dieses Aufschlagspiel, wie das erste von Lendl, das er zu Null durchgebracht hat. Und jetzt zum zweiten Mal also Ivan Lendl beim Aufschlag in diesem vierten Satz. First service. Love 15. Head. First service. Fünfzehn beide. Ups and downs. Mal gut, mal schlecht. Karol Novacek. Ass Nummer 9 von Ivan Lendl. Lendl versucht, lange Ballwechsel zu vermeiden. Sucht schnell die Entscheidung. Bisher mit geteiltem Erfolg. 30 beide. Perfekt. Auch das muss man können als Nummer 1 der Welt. 40-30. Wenn der Gegner, wie hier Novacek, zu ungestüm nach vorne kommt. Game Lendl. 2-1 für Ivan Lendl. Lendl leads 2 games to 1. Der also einen Satz verloren hat, wie gestern Boris Becker. Vielleicht sollte ich ihn auch noch sagen, wie Karol Novacek in diese dritte Runde gekommen ist. Und zwar zunächst durch einen Erfolg über den australischen Qualifikanten Brown. Ein unbekannter Spieler, dann allerdings in 4 Sätzen ein beachtlicher Erfolg über den französischen Doppelspezialisten Eric Winogradski, der ja für Frankreich auch in gut 2 Wochen, in exakt 2 Wochen, heute ist Freitag, für Frankreich im Davis-Pokal in Perth an der australischen Westküste gegen Australien spielen wird. In der ersten Runde am gleichen Wochenende dieses Spiel im Sonnenschein, im Sommer, wird in Deutschland die erste Runde zwischen dem Titelverteidiger, Time. Zwischen der Mannschaft um Boris Becker und Holland in Bremen
in der Stadthalle stattfinden wird. Diese Bilder werden viele von Ihnen daheim sicherlich neidisch machen. Ein bisschen Sonne ist gut, ich sage das in jedem Jahr wieder, aber wenn es hier dann so richtig warm ist, es kann auch viel zu viel werden. Quiet, please. Der zuständige Aufschlagrichter ist immer noch nicht abgelöst worden. Es hat ja beim Turnier, beim ersten Turnier des neuen Jahres in Adelaide, unglaubliche Temperaturen gegeben. 68 Grad in der Sonne, da fielen auch die Balljungen und Ballmädchen ohnmächtig um. Gott sei Dank nichts Ernsthaftes passiert. Aber man muss vorsichtig sein. Lendl ist Profi, Sie sehen es an seiner Mütze. Es mag lustig, lächerlich aussehen, aber sie ist praktisch. Klasse Return. Den harten Aufschlag von Novacek einfach geblockt mit der Rückhand. 15-0. Sich beide. 30-all. Na, jetzt darf er nicht nachlassen, der Karol Novacek. Denn Ivan Lendl, den man ja so häufig zu Unrecht Ivan den Schrecklichen genannt hat, er sieht, das darf ich mal sagen, grimmig entschlossen aus. First service. Er glaubt, Novacek ein Ass geschlagen zu haben. Es wird nichts angezeigt. Schauen wir noch mal zu, die Zeitlupe. Vielleicht war es zu lang. Auf jeden Fall Richard Inks, der Schiedsrichter, sagt Fehler, zweiter Aufschlag. Ganz seltenes Bild, aber Ivan Lendl ist unglaublich erfahren. Er greift an in dieser Situation. Völlig überraschend. Hier sehen wir es nochmal. Macht Druck. Dem kann Novacek nicht standhalten. 30-40. Es könnte die Vorentscheidung sein zugunsten von Lendl. Doppelfehler Nummer 7 von Karel Novacek bringt Lendl in den, ich glaube, entscheidenden Vorteil. 3-1, Break vor im vierten Satz. Es ist das erste Mal, dass Novacek Lendl ein Break gestattet. Es war so zu Beginn des dritten Satzes, auch da Doppelfehler. Quiet, please. Von Novacek. 3-1 Lendl, 2-1 in den Sätzen und Aufschlag.
15, love. Das, was Novacek an Doppelfehlern produziert hat, das produziert Lendl jetzt an Assen. Das war sein 10. Bei genauerem Hinsehen merkt man, wie Lendl im Moment nicht allzu hart schlägt, nur die richtige Länge haben will und Novacek fast ausschließlich auf der Rückhand bedient, bis der Fehler macht. Den hat er vorhin schon mal versucht, da ist er misslungen. Diesmal saß er. 14, 15. Wunderschöner Stopp aus dem Laufen heraus auf die Linie. Game Lendl, new balls please. Lendl, wie er will in dieser Phase. 4-1. Für den Mann, der die unglaubliche Erfahrung auch für solche umkämpften Matches mitbringt. 83 Titel hat er in seinem Leben, in seiner Laufbahn gewonnen. Lieber Lendl galt ja in den frühen 80er Jahren, als er im Schatten von John McEnroe stand, der übrigens im Anschluss hier an dieses Match hier auf dem Center Court spielen wird. Galt Lendl als der ewige Verlierer, als der ewige Zweite. Das hat sich schlagartig geändert, als er damals 84 in Paris im Finale John McEnroe besiegen konnte. Da hat McEnroe den Tschechoslowaken 2,5 Sätze lang vorgeführt und plötzlich abrupt war nur noch ein Mann auf dem Platz und das war Ivan Lendl. Seitdem hat er so ziemlich alles gewonnen. Alles außer dem Turnier in Wimbledon. Und für Wimbledon will er einen Großteil dieses Frühjahrs opfern. Er wird auf die gesamte Aschenplatz-Saison, ich glaube mit Ausnahme von Hamburg, verzichten. Und wird dann vorher und hinterher hier in Australien auf Rasen versuchen, das Rasenspiel zu erlernen. Will dann Mitte Mai nach England, wenn der englische Rasen bespielbar ist, um sich dort vorzubereiten, wochenlang, um dann seinen letzten großen Traum vielleicht doch nochmal sich erfüllen zu können, nämlich das Turnier, das wohl bedeutendste Turnier im Tennis gewinnen zu können. Aber ob er es schafft, dann im Alter von 30 gegen eine Konkurrenz von vorrangig Boris Becker, Stefan Edberg, bis dahin auch vielleicht wieder Pat Cash, der in 4 Wochen wieder anfangen will mit dem Einzel. Wer weiß. Lendl hat 2-1 Sätze, 4-1 Aufschlag Novacek. Second service. Love 15.
15-0. Sie merken es an der Reaktion des Publikums. Die Luft scheint aus diesem Match heraus zu sein. Die Tenniswelt wird sich sicherlich mit Novacek wundern, warum er Novacek Lendl wieder ins Spiel gebracht hat. Ein sogenannter Anti-Climax. Also das Gegenteil eines Höhepunktes, ein Tiefpunkt im Spiel von Karel Novacek. Gespielt sind gleich 2,5 Stunden. Lendl macht einmal das Spiel schnell. 15, mit einem einzigen Vorhandschlag. Schon ist Novacek in dieser, ich glaube, man kann sagen, Schlussphase der Begegnung gestellt. Thank you. Tempo ist Quite raus. Tony Roach und auch Samantha, seine Frau, Frau von Ivan Lendl, die dahinter saß, werden letztendlich wohl doch zufrieden sein. Zwei weitere Chancen zum Break für die Nummer 1 der Welt. Help! 30, 40. Der passt genau. Solche Chancen, solche Gelegenheiten lässt Lendl nicht aus. Lendl leads. Sehr lauffreudig und da kommt die Rückhand voll durchgezogen. Keine Chance für Novacek. Erneutes Break also. 5:1 Führung für Ivan Lendl, der jetzt Aufschlag hat und zum Match serviert. Da kommt nichts mehr auf der Seite von Karel Novacek. Ich glaube, über dieses Spiel wird er noch lange nachdenken. In solchen Spielen können auch Karrieren kaputt gehen. Können, müssen nicht. Lendl läuft und läuft. Er will Schluss machen, aber diesen Punkt macht Novacek.
knallt aber das Netz dazwischen. Hat ein bisschen den Rhythmus gestört. 30 beide. Maybe it's somebody's watch or something. I don't know. Camera. Lendl beschwert sich über Geräusche. Diese modernen Kameras der Profifotografen, die spulen ja automatisch zurück, wenn der Film voll ist. Das kann es eben gewesen sein. Das hat ihn gestört. Hit! For service. Er kommt. Ganz knapp im Aus, doch. Beifall für diesen Kunstschlag von Karel Novacek. Chance zu einem Rebreak, aber ich glaube dennoch nicht, dass Lendl Novacek noch mal rankommen lässt. Yes. Advantage Lendl, Vorteil für Ivan Lendl heißt jetzt nach gut 2,5 Stunden Matchpoint. Matchball Nummer 1 für den Weltranglisten-Ersten, der es wahrlich nicht einfach gehabt hat. Heute Nachmittag hier in Melbourne. Game. Mit seinem 12. Ass. Verabschiedet sich Ivan Lendl für heute vom Publikum. Er gewinnt mühevoll, besonders mühevoll im dritten Satz gegen Karel Novacek mit 6-4, 3-6, 6-4 und 6-1. Steht damit im Achtelfinale und wird dann, ich glaube, nicht nur gegen einen Australier, gegen Simon Yule spielen, sondern auch, das ist vorauszusehen, sicherlich hier auf dem Center Court auch gegen einen Großteil des Publikums. Karel Novacek um einige Erfahrungen reicher und sicherlich um einige Enttäuschungen auch. Und wir hoffen, dass er über Letzteres hinwegkommt. Das war's vom Center Court. Hinüber zu Burkhard Weber zum Spiel von Yannick Noah. 30.